Let's work out. Let's make it burn. Stay strong, healthy and fit. Hol dir dein Bodyclub zu dir nach Hause. Einen wunderschönen guten Abend, ihr lieben Liebenden. Herzlich willkommen heute zum Bauchkiller. Heute mit mir, Ute. Für diejenigen, die schon jetzt die letzte halbe Stunde da waren. Nicht vergessen, YouTube-Kanal auf Fit 7-Eleven abonnieren, die fleißig die Homeworkouts mitmachen, für die wir uns wirklich Mühe gemacht haben, die für euch zu drehen. Und wir hoffen bald, dass wir ganz, ganz bald wieder live für euch da sind. Und zwar vis-à-vis und nicht durch die sozialen Medien und online. Alright. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt ein kleines bisschen was für unseren Bauchspeck machen. Sollte der denn vorhanden sein? Yeah.
Vielleicht schwitzt ihr auch so sehr wie ich. Deswegen nicht vergessen, einen kleinen Schluck noch zu trinken. Und dann bereiten wir uns schon mal innerlich zumindest auf die letzte Runde vor. Hebt wieder leicht dein Gesäß an. Streckt beide Beine aus. Und wir paddeln wieder. So ein ganz kleines bisschen öffnen und schließen. Nach hier probier mal 20 Sekunden den Kopf mit nach oben zu nehmen, Nackenmuskulatur mit zu trainieren. Und wenn du merkst, es wird zu viel, kannst du den Kopf ganz locker nach hinten ablegen. So, nochmal 20 Sekunden. Yeah.
Schlüssel. Öffnen und schließen. Und auch hier versuchst du nur so weit zu öffnen, dass du hier nicht ins Hohlkreuz gehst, sondern wirklich den unteren Rücken in der Matte drin lässt. Das heißt, wirklich nur so weit öffnen und schließen, wie dein Rücken das zulässt. Ich robbe hier mal ein bisschen nach vorne.
mal mit. Alright. So, wir geben die Füße so ungefähr schulterbreit auseinander. Ziehen die Arme nach oben, der Daumen zeigt nach oben. Ziehen die Arme lang und zurück. Lang und zurück. Wir machen
rechts. Ein letzter links. Alright. Zieh dich hier lang, zieh mal die Bauchmuskeln so ein bisschen auseinander. Streck dich mal rechts und links ein kleines bisschen. Kannst ruhig schon ein bisschen ins Hohlkreuz gehen. Fußspitzen kannst du locker nach außen fallen lassen. Vielleicht den Nacken auch ein klein wenig entspannen, hier in den Kopf so ein wenig von rechts nach links drehst. So, alright. Wir tanken langsam wieder an, die Beine und Füße aufzustellen. Fingerspitzen ziehen entweder wieder an die Ohren oder du nimmst die Hände in Flechtgriff und schützt die Nackenmuskulatur so ein wenig ab. Schultern lösen sich ganz leicht. Wir ziehen einmal überkreuzen in der Ellbogen. Die Außenseite deines Kniegelenks berühren. Richtung Körper mit die Hände, mach den Nacken richtig schön lang.
Ferse bis auf den Boden liegenden Bein kannst du von dir wegschieben. Oh, das Bein langsam ausgleiten lassen, Seite wechseln. So, wir stellen wieder beide Füße auf und versuchen auf relativ rückenschonende Weise aufzustehen. Das heißt, entweder ziehen wir uns an den Beinen einmal über die Rückenschaukel nach oben oder Safety First, einmal hier über die Mitte nach oben kommen. Und dann kommst du hier ganz kurz in den Vierfüßlerstand. So, so ein kleines bisschen recken und strecken. Und hier richtig mal versuchen, den Bauch locker zu lassen. Der hat wunderbar gearbeitet heute. Das heißt, spätestens morgen Mittag oder vielleicht sogar schon morgen früh hoffe ich, dass ihr so ein klein wenig Probleme habt, aus dem Bett gemütlich aufzustehen. Denkt daran, auf rückenschonende Weise über die Seite nach oben zu kommen. Einmal Bein aufstellen, nach oben kommen. Wir ziehen uns hier nochmal lang. Zieh dich einmal am linken Handgelenk auf die rechte Seite. Stretch. Seite wechseln. Jede Seite noch einmal mehr. Und dann mal die Hände im Flechtgriff hinterm Körper zusammen. Und lösen. Alright. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Abend. Seid bei meinen Kolleginnen und Kollegen auch gerne mit dabei. Ihr findet alles auf der 7-Eleven Homepage, Instagram-Seite und auf Facebook und YouTube. Und dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Mein Name ist Ute und ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Abend. Namaste. You have completed the challenge. Great job. Your number one gym to be. Stay strong, healthy, and fit.